Herzlich willkommen zu unserer heutigen Produktinformation. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute den Reibemeister genau erklären kann. Der Reibemeister sollte in keiner Küche fehlen. Wir beginnen jetzt gleich einmal mit dem Zerlegen. Das Wichtigste oder der Hauptteil, das Herzstück dieses Gerätes ist, wie bei allen anderen Meistern, unser Standfuß. Um den Standfuß von der Arbeitsfläche zu lösen, leicht nach rechts drehen, Oberteil absetzen und dann hinten die Lasche hochheben, damit sich der Standfuß auch löst. Das Wichtigste zum Standfuß, bitte nicht im Geschirrspüler reinigen. Einfach nur außen feucht abwischen. Im Normalfall hält der Standfuß auf eurer Küchenarbeitsfläche. Wenn das wirklich nicht funktioniert, weil sie marmoriert ist oder eine Steinarbeitsplatte, dann ganz einfach ausweichen auf euer Ceranfeld. Dann hält der Standfuß bombenfest und euer Gerät steht sicher auf dem Platz. Und dann herunternehmen. Vorne auch noch festhalten, falls ihr jetzt gerade Lebensmittel drin habt, nach vorne schieben und dann den Reibeeinsatz entfernen. Der Reibeeinsatz kann, so wie alle Teile im Geschirrspüler, gereinigt werden, aber wie gesagt, nicht vergessen, den Standfuß nicht hineingeben. Auch unseren Stopfer könnt ihr zerlegen, wenn ihr da drin irgendwelche Schätze verstecken wollt, ist das gut. Bitte im Geschirrspüler immer zerlegen zum Reinigen, sonst würde sich darin das Wasser sammeln. Standfuß lösen und dann könnt ihr ganz einfach den Oberteil herunterschieben. Ich zeige euch jetzt, wie wir den Reibemeister wieder richtig zusammenbauen. Der Standfuß muss locker sein, darf also nicht auf der Arbeitsplatte fixiert sein. Oberteil einfach von vorne nach hinten schieben. Reibeeinsatz vorne festhalten und hinten mit der Kurbel mit einer Bewegung nach rechts fixieren. Ihr merkt sofort, wenn es gut hält. Dann wichtig, um arbeiten zu können, am Standboden fixieren. Stopfer hineingeben und dann können wir loslegen. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr mit dem Reibemeister alles reiben könnt. Obst, Gemüse, Käse, Brösel selbst reiben, alles ist möglich und wir schauen uns das jetzt an. Einfach eine Schüssel unterstellen. Als allererstes machen wir den Klassiker für die österreichische Mehlspeisküche. Wir geben jetzt einfach ein paar Walnüsse im Ganzen hinein und reiben sie dann runter. Stopfer verwenden, ganz wichtig, einfach oben drauf drücken und dann eure Nüsse. Eure Brösel könnt ihr ab sofort selber machen, das heißt, altes Semmeln, altes Gebäck einfach hart werden lassen, in den Reibemeister geben, wieder den Stopfen verwenden und dann ganz einfach nach unten drücken. Natürlich könnt ihr auch euer Gemüse reiben. Ich habe jetzt einfach ein Stück Zucchini hergerichtet, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Immer das Gleiche, ihr kennt das jetzt schon. Wir reiben das jetzt gleich hier rein. Ich drehe einfach nur ein bisschen zur Seite und dann könnt ihr euren Zucchini super fein fürs nächste Tzatziki, für den Salat, was auch immer, reiben. Obwohl ihr Käse reiben könnt. Normalerweise verwende ich Parmesan, aber ich habe mir gedacht, wir machen heute den Härtetest und nehmen weichen Butterkäse. Das war unser Reibemeister. Ich hoffe, ich konnte ihn euch gut erklären. Ich liebe dieses Produkt, ich verwende ihn ständig und so habt ihr auch ein bisschen eine Hilfe, wie es funktioniert, wie es klappt und was alles möglich ist.